Danke, 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 danke. Heute möchte ich mal Danke sagen. Danke für die viele Hilfe, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. Danke, dass in einer Geschichte die Welt wieder in Ordnung ist. Danke, dass ich so viele wunderschöne Momente erleben durfte mit meiner Mutti. Danke auch meiner ganz lieben Freundin Ingrid. Obwohl wir ganz weit auseinander wohnen, sind wir doch ganz dicht zusammen. Danke für die vielen schönen Momente, danke für die wunderschönen Erlebnisse, die wir in den letzten Tagen, Wochen bekommen haben, die uns immer wieder Mut gemacht haben. Danke, dass wir auf unsere Intuition und unser Herz gehört haben und alles stehen und liegen gelassen haben und gesagt haben, wir möchten glücklich sein. Nein, wir möchten nichts mit negativen Dingen mehr zu tun haben. Wir möchten jeden Moment genießen. Denn wir wissen nicht mehr, wie viel wertvolle Lebenszeit wir haben. Es war gut, meiner Intuition zu folgen. Meiner Mutter tat es gut, dass wir gemeinsam gesagt haben, wir genießen den Tag, wir machen es uns schön. Und es sind so tolle Momente passiert, da wir unserem Herzen gefolgt sind. Wir haben zufällige Begegnungen gehabt. Wir haben ganz viel Herzbotschaften bekommen. Wir hatten tolle Momente. Einige tolle Momente habe ich auch beschrieben. In der Gruppe Bauchspeicheldrüsenkrebs oder auf meiner Facebook-Seite. Wir lassen die Schatten hinter uns und wir drehen uns dem Licht zu. Ich weiß nicht, warum es immer diese Menschen gibt, diese negativen Schattengestalten, die einen Weg kreuzen und einen versuchen, das Leben schwer zu machen. Ich weiß nicht, warum die Menschen so negativ teilweise drauf sind, dass sie ein wunderschönes Zuhause zerstören. Ich weiß nicht, warum es Menschen gibt, wie die Person, die meinen Kanal kopiert hat und einfach ohne meine Erlaubnis auf BitChute einen Kanal eröffnet hat. Ich hatte sehr gehofft, dass diese Person in ihren Gedanken sich wendet und sich dem Positiven zuwendet und sagt, ja, ich habe was Dummes getan und ja, ich lasse es. Aber wie so viele Menschen, die in dieser Spur sind, sagen sie nicht, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Irgendwas ist in ihrem Herzen erhärtet. Ich weiß es nicht, warum sie den anderen Menschen was antun müssen. Ich weiß nicht, warum es diese Menschen gibt, die so viel Leid den anderen Menschen zufügen können. Ich freue mich immer riesig, das habe ich jetzt auch gerade wieder bei einem großen YouTuber durch Zufall gehört. Zufälle gibt es ja nicht. Wir treffen ja auf die Menschen, die so ticken wie wir oder wie ich ticke. Ich liebe es, wenn ich im Straßenverkehr mit einem Auto unterwegs bin und immer wieder Autos reinlasse, so wie Reißverschlussverfahren. Ich liebe es, auch mal anzuhalten und eine Fußgängerin über die Straße zu lassen. Mir ist es dann egal, ob die hinter mir nervös hupen und sagen, fahr doch weiter, fahr doch weiter. Schon alleine das Lächeln dieser Person, dass ich sie zum Beispiel im Auto reingelassen habe, dass ich die Frau über den Zebrastreifen gelassen habe oder einfach mal so über eine Straße in einem Dorf gelassen habe, mal kurz angehalten habe, ein Lächeln zu schicken und zu verschenken. Und wir kriegen immer ein Lächeln zurück. Manche Menschen sind total überrascht, wenn ich sage, sie dann kurz anhube und sage, fahr, du kannst rein, du kannst rein. Dann sind sie so überrascht, dass es doch noch unter diesen ganzen Menschen, die Autoschlange ist meinetwegen lang und diese eine Person steht und steht und steht und steht und keiner lässt sie rein. Und das ist so eine Freude. Und sind wir nicht auf der Welt, um Freude zu vergeben, Freude zu verschenken? Und unser schöner Himmelfahrtsausflug war auch so wunderschön. Wir haben nicht nur Herzbotschaften bekommen, wir haben ganz viel liebevolle Gespräche geführt mit wildfremden Menschen. Und da habe ich wieder gemerkt, die Menschen sehen sich alle nach ein bisschen Glück. Und mit diesem Podcast möchte ich auch den Menschen ganz viel Liebe in die Herzen schicken, die gerade auf einem dunklen Weg sind, die eben halt nicht mit sich im Reinen sind und eben halt meinen, dem zeige ich es jetzt richtig und dem tue ich richtig weh und dem mache ich alles kaputt. Nur Menschen, die keine Liebe im Herzen tragen, sind in der Lage, anderen Menschen ganz viel Leid und Schaden zuzufügen. Ich wünsche mir für diese Menschen, dass sie eines Morgens aufwachen und sagen, ich habe mich doof verhalten. Das war alles total doof, was ich gemacht habe. Und vielleicht auch auf die Menschen zugehen und sagen,
Du, es tut mir furchtbar leid, was ich dir angetan habe. Ich weiß, dass es dir wehgetan hat, alles. Ich möchte alles dafür tun, dass es dir wieder gut geht. Ich kann zwar nicht alles wieder herrichten, was ich dir angetan habe, oder alle Schäden wieder in Ordnung bringen, aber ich werde trotzdem alles dafür tun, dass ich alles wieder gut mache, was ich dir angetan habe. Das wäre der erste Weg. Und jeder von uns kann diese Welt mit seinem Leben ein bisschen besser machen. Es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Und wenn ich dann sehe, das Leben kann so schnell vorbei sein, durch einen Unfall oder so. Ich habe es ja gemerkt in meinem eigenen Umfeld. Wie viele Menschen sind verstorben von heute auf morgen? Wir wissen nicht, ob wir in der nächsten Stunde noch leben. Wir wissen nicht, wen wir in der nächsten Minute treffen, auf wen wir treffen. Und ich musste ja selber erleben, was es mit mir macht, was aus unserem Paradies geworden ist. Wie sich die Leute da ausgetobt haben, die Täter sich da ausgetobt haben und einfach nicht aufhören wollten. Und ich habe ja schon gesagt, egal was du als Beweise hast, die anderen sagen immer, du spinnst, du gehörst in die Klapse. Was ist das für ein Mensch, der mir schaden will? Oder der diesen Kanal auf BitChute einfach eröffnet hat, den ich gebeten habe, selber aufzuhören. Und in diesem Fall danke ich wirklich diesen lieben Menschen, die mir geholfen haben, dass das aufhört. Auch du hast die Möglichkeiten, damit aufzuhören und liebevoll zu sein. Ich weiß nicht, was dir passiert ist. Ich weiß auch nicht, was den anderen Menschen passiert ist, die Muttis Paradies zerstört hat. Die Muttis Eigentum zerstört haben, während Muttis Leben am seinen Faden hing. Während Mutti gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs kämpfte. Während sie eine schwere Herz-OP hatte. Wenn wir Freude verschenken, geht's uns super gut. Und das wünsche ich mir. Ganz viel Liebe in die Herzen der Menschen auch, die im Moment auf der dunklen Seite sind. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Liebe und Licht in eure Herzen. Lasst euch erhellen. Hört auf damit. Verschenkt Freude, verschenkt ein Lächeln oder lasst auch mal ein Auto vor euch einscheren oder lasst einen Fußgänger über die Straße laufen. Haltet dafür an, egal ob hinter euch ein großes Hubkonzert anfängt. Wir können jederzeit ganz viel Liebe verschenken. Wir können einen liebevollen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Kriege müsste es auch nicht mehr geben, wenn alle die Waffen niederlegen würden. Dann würde es keine Kriege mehr geben. Kriege sind unnötig. Wir sind hier, um ganz viel Freude zu haben, Liebe zu empfinden und dieses Glücksgefühl zu empfinden, wenn wir auf liebevolle Menschen treffen, ist so bereichernd und so schön. Und ja, ein liebevolles Miteinander ist so leicht. Und wenn jeder jetzt damit anfängt, dann haben wir ganz schnell eine Welt mit ganz viel Liebe, Frieden und Harmonie. Und nochmal danke, 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 danke an die lieben Menschen in meinem Umfeld, die mir auch immer Trost spenden, die für mich da sind, die ein offenes Ohr für mich haben und die auch mal kleine nette Gesten verschenken oder schicken. Ob es ein nettes kleines Bildchen ist im Messenger bei Facebook, ein netter Anruf, ein lieber Gruß. Das alles ist so schön und gibt mir auch Mut, nicht aufzugeben. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Menschen, die im Moment auf der dunklen Seite sind und negative Sachen machen, ganz extrem, weil irgendwas in ihrem Leben falsch gelaufen ist oder schief gelaufen ist, dass auch die Menschen die Kurve kriegen. Ich werde auf jeden Fall mein Leben weiter genießen. Ich weiß nicht, wie das mit unserem Paradies alles weitergeht, das weiß ich nicht. Aber ich werde mir nicht die Lebensfreude nehmen lassen, denn ich weiß nicht, wie viel wertvolle Lebenszeit ich noch habe, wie viel wertvolle Lebenszeit meine liebe Mutti noch hat. Und die werden wir genießen mit ganz viel Liebe, Frieden und Harmonie. In diesem Sinne, lieben Gruß von Kirsten. Tschüss!